Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, der Nachwahl eines Schriftführers. Mit Ablauf des 29. Mai 2017 verzichtet der Abg. Jürgen Lenders auf sein Amt als Schriftführer. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19/4925 schlägt die Fraktion der FDP den Abg. Dr. Frank Blechschmidt für die Nachwahl vor. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, bitte ich, über diesen Wahlvorschlag abzustimmen. Wird der Wahl durch das Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich nun um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit verzichten wir auf die Frage nach Gegenproben und Stimmenthaltungen. Ich stelle damit fest, dass der Abg. Dr. Frank Blechschmidt als Schriftführer des Hessischen Landtags gewählt wurde. Ihnen alles Gute bei dieser Aufgabe.